Wunderschönen guten Morgen. Wir schauen uns heute eine etwas ältere Ausgabe an, aber keine Ausgabe jetzt wie aus den vor den letzten Jahren, nein, sondern es ist eine Lutherbibel in der 84er Übersetzung. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir hier zumindest wenig 84er Übersetzung gesehen haben, meistens 1912 oder dann gleich 2017. Und da hilft es mir, dass ich diese Ausgabe als Leihausgabe bekommen habe. Denn ich selber, wenn ich alte Lutherbibel habe, dann wie gesagt 1912 und die einzige 84er, die ich habe, ist eine Jahresbibel, die ich hier noch gar nicht gezeigt habe. Und deswegen schauen wir hier mal rein. Das ist der Kompass Bibel, Lutherbibel und das ist eine Leihausgabe, die geht leider auch dann wieder zurück. Sehr schön, und da haben wir sie. Also, die Kompass Bibel, Lutherbibel mit farbigen Bild- und Informationsteil. Hier sehen wir den Kompass, herausgegeben in der Deutschen Bibelgesellschaft. Es ist die Ausgabe, also die Erstausgabe damals gab es am 1. Januar 2004. Das ist schon ziemlich lange her, muss es auch, denn es ist ja auch mit der Übersetzung der 84er Luther. Das ganze Werk hat ungefähr 1580 Seiten, ist jetzt gar nicht so groß, es ist relativ klein und kompakt. Wir halten da jetzt auch mal eine Standardbibel daneben, wobei Standardbibel immer so mit Anführungsstrichen verbunden, denn jeder hat ja seine eigene Standardbibel. Ich nutze jetzt einfach das Standardwerk der Deutschen Bibelgesellschaft und das ist die graue im Pappeinband von der Lutherbibel. Ihr seht, es ist sehr viel kürzer. Ich fahre mal die Kamera ein Stück zurück. Jetzt haben wir es ein ganzes Stück zurückgefahren. Ihr seht, es ist sehr viel kürzer. Und auch ungefähr gleich dick, denn es ist auch mit den Apokryphen, aber eben in einem sehr viel kompakteren Format, eine Handbreit. Schauen wir mal, dass wir mal die Zentimeter auch da mal ranlegen. Ich würde sagen ungefähr 18 cm mal 12,5 cm. Sehr schön, also dieses kompakte Lutherwerk, wie gesagt, hat Informationen, das soll einem einen Wegweiser sein durch die Bibel, deswegen auch der Kompass. Ihr seht schon, ihr habt vorne eine andere Farbe und auch hinten, das sind die Zusatzinformationen. In der Mitte, die gesamte Mitte ist rein die Schrift ohne Ablenkung. Ihr habt da jetzt keine Kommentare oder nähere Erläuterungen, maximal noch Parallelstellen und gegebenenfalls alternative Übersetzungen. Und deswegen schauen wir da jetzt einfach mal rein. Gleich auf den ersten zwei Innenseiten habt ihr den Bibelleseplan von Januar bis Juni sowie spezielle Leseräume Karwoche, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten und Erntedank. Passend dazu habt ihr auf dem Ende dann die letzten sechs Monate mit dem Bibelleseplan und ebenfalls wieder bewegliche Feiertage Karwoche, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten und Erntedank. Die Bibel, Bild- und Informationsteil. Das ist der erste Teil aus dem Kompass. Grundwissen, Bücher, biblische Geschichte, Alltag und Religion, große Themenfeste, Fragen und Antworten und Bibel-Lesetipps. Dann habt ihr hinten drin ein recht ausführliches Inhaltsverzeichnis. Das Grundwissen über die Bibel, die Informationen. Bibel, eine Bibliothek, wie ist die Bibel entstanden, Sprache und Schrift der Bibel, Zusammenstellung der biblischen Bücher, eine Bibel, zwei Testamente, Redewendung aus der Bibel und, und. Dann habt ihr danach die Bücher der Bibel, das Alte Testament, das Neue Testament und dann habt ihr biblische Geschichte, Alltag und Religion in biblischer Zeit, die großen Themen der Bibel, die jüdischen Feste, Fragen und Antworten, praktische Hilfen und Tipps zum Bibellesen und dann die Landkarten. Wenn man sich überlegt, wie kompakt dieses Werk ist, dann ist da eine ganze Menge Grundinformation drin und deswegen kann es auch ruhig den Namen Kompass tragen. Es geht los mit das Buch der Bücher, einleitende Texte, Wegweiser durch die Bibel, dann wird erklärt, wo was hier steht, was Zwischenüberschriften sind, wo es alternativ in den anderen Evangelien steht, wenn wir jetzt beim Neuen Evangelium sind, beim Neuen Testament meine ich, Kapitelverse, Kolumnentitel, das sind jetzt alles Informationen, da wird jetzt der erfahrene Bibelleser sagen, brauche ich nicht, ja, ist richtig,
Aber dieses Werk zielt hier auch auf oder zielte 2004 auf Erstleser ab. Dann, wie ist die Bibel entstanden? Sprache und Schrift der Bibel. Die Zusammenstellung der biblischen Bücher, der Kanon. Eine Bibel, zwei Testamente. Die Bibel besteht aus zwei großen Hauptteilen. Ja. Gottes Wort im Menschenwort, die Bibel lesen, aber wie? Dann habt ihr hier hilfreiche Tipps. Ihr seht hier unten auch eine Einteilung, wo wir gerade sind. Jetzt müssten danach Bibeltipps kommen, dann das Grundwissen, dann die Bücher, biblische Geschichte und so weiter. Bibellesetipps, Redewendungen aus der Bibel, Beten mit der Bibel. Hilfen zum Beginn und dann geht das los. Das Alte Testament, Ursprünge und Grundrisse, Vätergeschichte, der Bund. Richtig interessant und spannende Zusammenfassung. Das sind alles kurz und kompakte Infos. Ist jetzt nicht so, dass du hier seitenweise Wikipedia-Artikel lesen musst. Alles schön kompakt zusammengefasst. Das Laubhüttenfest, Pfingstfest, Passafest, Versöhnungstag, Purimfest, Landnahme, Gesetzesbücher. Wo wohnt Gott? Die Bücher der Propheten. Wirklich eine ganze, ganze, ganze Menge Informationen. Das erinnert mich sehr an derzeit an, wir haben ja zurzeit bei uns bei der Deutschen Bibelgesellschaft auf der evangelischen Seite kein Buch, was diese Entsprechung hat. Vielleicht noch die aktuelle Lutherbibel 2017, diese Sonderausgabe in Weiß. Aber ansonsten erinnert mich jetzt dieses hier sehr an die Einblickbibel, die es auf der katholischen Seite gibt. Hiob, Krankheit, Heilung in der Bibel, Synagoge oder auch ein bisschen an die UCAT-Version der katholischen Kirche. Und dann geht das los. Nach 48 Seiten geht dann das Gotteswort los. Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers mit Apokryphen Deutsche Bibelgesellschaft. Wann sie revidiert wurde, hier haben wir das Bibeltext der revidierten Fassung von 84. Dann Informationen, dass sie schon mal 57 bis 84 überarbeitet wurde. Und 2002. Das irritiert mich jetzt, weil ich gelesen habe, dass es eigentlich die Erstauflage 2004 gab. Einen Moment. Ja, das ist interessant. Ich habe eben gerade mal eben im Pausemodus bei zwei bekannten Online-Händlern geguckt und da steht erste Edition 2004. Hier steht jetzt drin 2002. Ich denke mal, 2002 wird dann wohl hier stimmen, wenn sie es hier reingedruckt haben. Dann habt ihr den bekannten Einleitungstext der Bibel, dann zur Rechtschreibung, dann das Alte Testament. Hier kann ich es dann jetzt auch wieder mal sagen, mit Apokryphen. Es ist natürlich die Einteilung auch der Bücher, wie sie Martin Luther vorgenommen hat. Dann haben wir das Neue Testament mit den Briefen, mit der Einteilung Brief des Jakobus kurz vor die Offenbarung. Dann hinten Maße, Gewichte, Geldwerte, Zahlen, Daten, Fakten und Zeittafeln. Wo finde ich was? Wo finde ich zum Beispiel Weihnachten? Bei Lukas 2 oder auch bei Matthäus 2, wo finde ich die Passion? Matthäus, Lukas, wo finde ich Himmelfahrt? Wo finde ich Pfingsten? Überall, wo finde ich die Feste im Kirchenjahr, die wir feiern bei uns, bei den Christen? Gebete und Lieder, die Geschichte Volkes mit seinem Volk, die Geschichte Gottes mit seinem Volk, Jesus, seine Botschaft, Gottes Liebe in Jesus Christus, christliches Leben, christliche Hoffnung, bekannte Geschichten, Loblieder und so weiter. Und dann haben wir es. Und hier bin ich auch sehr, 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 sehr angetan von dem sehr, sehr scharfen Druckbild. Ich mag es, wenn diese Buchstaben auch so eine Serifenschrift haben. Ihr habt einen zweispaltig ist der Text abgedruckt. Einige mögen ihn ja lieber einspaltig. Ich mag ihn gerne zweispaltig. Dann habt ihr die Verse laufen fort hintereinander weg und ihr habt unten Parallelstellen.
Keine weiteren Erklärungen, keine Kommentare, nichts, was stört, sondern ihr habt hier rein Gottes Wort. Dann schauen wir mal eben, ob wir hier, gut, jetzt kann man noch erwähnen, alles, was fett gedruckt ist, könnt ihr auch hinten nachschlagen. Aber ich denke mal, das geübte Auge wird das bei euch selber wissen, dass das bei euch ist. Ihr habt jetzt hier gleich das nächste Kapitel. Ihr habt keinen einleitenden oder zusammenfassenden Text. Gibt es ja auch bei vielen, vielen Büchern, wo ihr am Anfang einleitendes Kapitel habt. Wer es geschrieben hat, wann es verfasst wurde, an wen diese Schrift geht, habt ihr jetzt hier nicht. Ihr habt maximal ein Mini-Kapitel und dann wieder rein die Schrift. Das bedeutet, da das jetzt immer so weitergeht, springen wir nach der Schrift einfach mal ins Neue Testament, Makkabäer, Matthäus. Gebet Manasses ist ja der letzte der Apokryphen, den Luther noch eingeordnet hat. Wir sprachen ja, erinnert euch an das Buch über die Septuaginta. Da haben wir über das Gebet von Manasse auch kurz gesprochen, warum Martin Luther genau das reingenommen hat und die anderen zum Beispiel nicht. Ist hier das letzte. Dann kommen die Zeittafeln der Apokryphen, die Reihenfolge mit Stammbaum. Und dann geht das los, das Neue Testament. Evangelium nach Matthäus. Wir blättern die Evangelien hinaus über die Briefe. Dann kommt der graue Abschnitt, das ist das Sache- und Worterklärung. Und dann haben wir jetzt zu dem Kompassteil das Neue Testament. In den 27 Schriften des Neuen Testaments wird entfaltet, was Jesus Christus für den einzelnen Mensch und für das Heil der ganzen Welt bedeutet. Die Evangelien und die Apostelgeschichte, 4 Evangelien, eine Botschaft. Hier wird dann kurz erklärt, Markus, Sondergut, Spruchquelle, Sondergut Lukas. Haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, wie sich das zusammensetzt, ne? Mit Markus, Matthäus und Lukas, wer bei wem abgeschrieben hat, wo es noch eigentlich eine Textquelle geben muss, die man aber nicht findet, die aber vorhanden sein muss. Johannes der Täufer, Advent, die Adventszeit, die Weihnachtszeit, die wir feiern, das Weihnachtsfest, wer war Jesus von Nazareth, Namen für besondere Bedeutung von Jesus, Jesus Botschaft. Allem und allen eine sehr, sehr interessante Bibelausgabe. Ich finde die sehr, sehr spannend. Ich werde die dann jetzt auch leider wieder zurückgeben müssen. Einen vielen, vielen Dank an die Leihgabe von euch. Dann haben wir das Pfingstfest. Briefe des Apostel Paulus werden erklärt. Die Missionsreise des Paulus wird erklärt, von wo nach wo. Also wenn man die mit hat und damit, wenn es jetzt die noch in unserem Luther 2017 geben würde oder in einer kommunikativen Version, ist das ein schönes Allround-Paket, auch in der Kompaktheit, wie ich mir das wirklich wünschen würde bei einer modernen Bibelübersetzung. Jetzt müsste sie nur noch in Kunstleder oder Leder sein. Dazu ein paar Kommentare. Ist das wirklich ein schmuckes Stück. Frauen in der Bibel. Da gibt es ja auch eine ganze Abhandlung über Frauen in der Bibel. Da habe ich bei mir auch in Logos ein riesiges Kapitel dazu gefunden. Häuser, Städte, die auch immer wieder gern verwendet werden für die Miriamsgottesdienste. Landschaften der Bibel. Und dann am Ende die 2, 3, 4 farbigen Karten. Und der Bibelleseplan. Also, Kompassbibel Luther aus dem Jahre 2002 oder 2004 war ein sehr, sehr schmuckes Stück. Ist mir persönlich komplett an mir vorbeigegangen. Schade drum. Aber ich finde es schön und ich danke sehr, dass wir sie hier heute vorstellen durften. Vielen Dank.